Verblüffung. Während alle Kameras, wer hat ein Mikrofon hinten, Steen oder Christian? Ich brauche für 20 Sekunden Diskretion. Also darf nicht im Bild erscheinen. Möchte nicht für 20 Sekunden möchte ich nicht im Bild erscheinen. Kann von euch jemand schon mal beginnen, die Verblüffungstechnik zu erklären? So, damit ist für Verblüffung gesorgt. Ich bin ganz überrascht. So sieht sie aus, die Verblüffungstechnik. Ein Effekt, der ein bestehendes Muster, egal welches, unterbricht, ist das Unerwartete. Und das Unerwartete hat eine große Wirkung. Es stößt nicht nur das bestehende Muster, durchstößt ein bestehendes Muster, sondern es stößt uns auch eine Tür frei, die bei dem einen oder anderen von 2 bis 4 Sekunden dauern kann. In diese Tür oder diese Tür können wir vergleichen mit einem Zeitfenster, in dem die kritische Instanz des Kunden für kurze Zeit außer Kraft gesetzt ist. Nämlich genau die Zeit, in der er überlegt, was er mit der eintreffenden Information anzufangen hat, wie er sie zu deuten hat. Und zwar, weil er überrascht wurde, nicht das zu hören, was er sich vorgestellt hat, von dem er glaubte, dass er das vom Verkäufer zu hören bekommt. Ein Kunde, der einen Einwand bringt, ist doch schon, und zwar nicht nur, weil er mit vielen Verkäufern bereits Gespräche geführt hat, sondern auch im Privatbereich, immer die gleichen Verhaltensweisen feststellen kann, beobachten kann. Nämlich, wenn er einen Einwand bringt, was passiert in der Regel? Was tut der Empfänger des Einwandes? Mikrofon. Da vorne haben wir eins, da drüben. Was tut der Empfänger? In der Regel, wenn er einen Einwand hört. Er reagiert. Wie? Klar, alle reagieren sie. Die Frage ist, wie? Wie? Ja, er versucht diesen Einwand irgendwie zu entkräften oder zu beantworten. Genau. Er versucht ihn zu entkräften oder ins Gegenteil umzukehren. Richtig. Ja, um 180 Grad zu drehen, weil schließlich will jeder der beiden irgendwie recht haben. Ja? Ja. Stell dir vor, wenn Menschen in dieser erwartungstheoretischen Haltung bereits über Jahrzehnte konditioniert plötzlich herausfinden würden, dass ihr eigener Einwand, der eben noch gerade gut genug schien und dafür gedacht gewesen ist, etwas abzuwehren, der wichtigste Kaufgrund ist. Das ist jetzt die Schweigetechnik? Nein. Stell dir vor, du formulierst einen Einwand, ja, von dem du wolltest, dass er für dich spricht, für deine Argumente, abwehrt, die Entscheidung hinauszögert oder ablehnt, ja, verunmöglicht. Stell dir vor, dass der gut und wohl überlegte Einwand binnen weniger Hundertstelsekunden nun plötzlich zum stärksten Kaufargument für dich avanciert. Ja, so dreht sich die Welt, ne? Da dreht sich die Welt! Da darf man verblüfft sein, oder? Absolut. Da stimmt das Konzept überhaupt nicht mehr. Weißt du jetzt spontan, wie du damit umgehen sollst? Gerade nicht, nein. Genau. Für bis zu x Sekunden eben nicht. Und das ist genau das Fenster der Verwirrung, welches wir nutzen, um zu antworten. Und zwar mit einem Gegenargument. Nicht mit einer Frage, sondern mit einem Statement. Verblüffung. Funktionsweise. Sie unterbricht ein Erwartungsmuster, sorgt für Verblüffung, weil das Unerwartete zunächst verarbeitet werden muss. Dieser Überraschungseffekt öffnet uns ein Fenster für bis zu x Sekunden.
1, 2, 3, 4, 5. In diesen kurzen Zeitabschnitt platzieren wir unser Argument, unser Statement. Und zwar benutzen wir den Einwand des Kunden und feuern ihn als das stärkste Kaufargument zurück. Geben also seinem Einwand eine völlig andere Bedeutung. Und zwar auf eine Weise, dass er selbst erkennt, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mein Einwand ist plötzlich das stärkste Argument für den Termin oder für den Abend.